Ja, Mobo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance, heute ich im Kloster. Vertragen. Vorplatz des Klosters. Hallo, Bürger, Bruder, Pförtner. Weißt du etwas über eine Schlägerei mit einem Mönch? Du weißt nicht zufällig etwas über den Krawall, der sich hier letztens zutrug. Offenbar waren zwei Zimmerer daran beteiligt, die hier behandelt wurden. Haben sich mit einem Mönch geprügelt. Darüber möchte ich nicht reden. Warum nicht? Ich bin im Dienste Thalenbergs hier. Man hat mich aus Thalenberg hierher entsandt. Ich soll mit dem Bauverantwortlichen sprechen. Also mit dem Baumeister oder mit dem Klostermeier. Weswegen genau bist du denn hier? Es geht um die Steinblöcke für den Bau. Ah, dann betrifft das die Vorräte. Sprich mit dem Klostermeier. Er weiß am meisten über diese Dinge. Sein Studierzimmer liegt mehr oder minder genau über uns. Geh links die Treppe hinauf und lauf dann fast den ganzen Weg in diese Richtung zurück. Okay. So, Leshek, hi. Guten Tag, wie kann ich helfen? Weißt du etwas über eine Schlägerei mit einem Mönch? Du weißt nicht zufällig etwas über den Krawall, der sich hier letztens zutrug. Offenbar waren zwei Zimmerer daran beteiligt, die hier behandelt wurden. Haben sich mit einem Mönch geprügelt. Darüber möchte ich nicht reden. Warum nicht? Möchte hier irgendjemand darüber reden? Du vielleicht? Guten Tag. Wie? Du weißt nicht... Darüber weiß ich nicht. Vielleicht die Wache. Guten Tag, wie kann ich... Du weißt nicht... Weiß nicht, was du meinst. Gab's hier überhaupt eine Schlägerei? Vielleicht hat der Schwein mit mir geredet, ich weiß nicht. Immerzu tut er irgendwas schmücken und verzieren. Ich will nur, dass diese Scheißkuh wegbleibt. Geht das nicht schon ein paar Jahre so? 3, um genau zu sein. Gestern Abend war er wieder draußen, glotzt auf das Ding und grübelt. Als Zaunpfahl wird er mehr taugen. Er ist ein Hohlkopf, keine Frage. Ich esse erstmal was. Okay, so. Wen können wir denn noch fragen? Hier gibt es so viele Leute, die wir ausfragen könnten. Die Treppe hoch, ne? Obwohl, ich habe ja hier die Questmarkierung. Du hast ja nichts verloren. Danke, Steinmetz. Du mich auch. Kräuterkundlerin. Oh, cool. Johanka? Heinrich? Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Ich hörte, es geht dir gut. Im Vergleich zu anderen... Du lebst. Also geht es dir gut. Was haben Fritz und Matthäus getan? Du weißt nicht zufällig, was Fritz und Matthäus angestellt haben, oder? Hör bloß auf. Die beiden waren nur leicht verletzt im Vergleich zu den anderen hier. Und nachdem sie eine Weile rumlagen, wurde ihnen langweilig. Also fingen sie an zu saufen. Ich schufte hier für die Notleidenden und die beiden Zechen. Und dann noch mit diesem Tor Elias. Sind doch schon immer Rabauken. Aber wenigstens haben sie die Quittung dafür gekriegt. Wer ist dieser Elias eigentlich? Einer der ordinierten Mönche, die hier aushelfen. Er war es auch, der den Schnaps mitbrachte. Die drei haben sich auf Anhieb verstanden. Ja, gleich und gleich gesellt sich eben gern. Elias. Wer ist dieser Elias? Was für ein Mensch ist dieser Elias? Im Grunde eine graue Maus. Und warum setzt er Fritz und Matthäus so hart zu? Seinetwegen ersticken sie in Schulden. Bloß wegen einer kleinen Balgerei. Ich weiß es nicht. Er war derjenige, der sich mit ihnen anfreunden wollte. Ich glaube kaum, dass er wegen des Sachschadens so sauer ist. Wohl eher aus verletztem Stolz. Und was ist passiert? Irgendeine Ahnung, was der Zankapfel war? Nicht die geringste. Eben noch sind sie die besten Freunde auf der Welt und plötzlich zanken sie sich. Die Fetzen sind geflogen, also hat man Fritz und Matthäus umgehend rausgeschmissen. Danke. Ich denke, ich weiß alles. Okay. Weilchen hieß es. Helft eure Nächsten hieß es. Wochen sind es. Muss ich Elias finden. Verwundeter. Schlafloser. Verwundeter. Ja. Ich meine, das ist jetzt Monate her. Ihr könnt auch nicht. Auch Philipp aus Karlitz. Hi, Phil. Das ist doch schon so lange her. Das kann doch gar nicht anhalten. Das Weizbild von Gott weiß, wo der anschleppen. Da kommt nichts Gutes bei raus.
meine Rede. Wo ist dieser Elias? Vielleicht hilft das ja, wenn ich Quest aktiviere. Das machen wir erstmal weg. Ja, perfekt. Ach, du bist das. Ich weiß von der Prügelei. Du hast dich mit Fritz und Matthäus gebalgt? Heidenpack. Also hast du dich mit ihnen geprügelt? Ja, ich war es. Und ich hoffe, ich sehe diese Taugenichtse nie wieder. Der Rauswurf war gerechtfertigt, aber die Schulden, wie sollen sie die je begleichen? Nicht mein Problem. Sollen diese Rohlinge halt notleiden. Okay, was machen wir denn so Schönes? Oh, hier, komm. Du möchtest dieses Humpeln doch nicht verschlimmern, oder? Ich sehe, du humpelst. Und das nach einer Rauferei mit zwei Verwundeten. Was denkst du, wie du erst aussiehst, wenn du dich mit mir geprügelt hast? Du würdest nicht. Natürlich würde ich. Bitte, nicht. Also, die Schulden. Ich bring das in Ordnung. Und wer bist du? Bruder Elias. Okay. Und was machst du hier? Was machst du hier? Was ich kann. Ich versuche, den Skalitzer Flüchtlingen so gut es geht zu helfen. Okay. Bist du heilkundig? Bist du in der Heilkunst bewandert? Ein wenig. Die Grundlagen beherrsche ich. Aber ohne Bruder Nikodemus könnte ich den schwierigeren Fällen nicht helfen. Na gut, okay, danke. Ab Dank. Zumindest habe ich die Prügelei jetzt beendet, ne? Ja. Gut, dann gehen wir doch mal mit dem Steinmetz reden. Und nicht mit dem Steinmetz, sondern mit dem Lagerverwalterer. So, hier wurde mir aufgetragen, dass er ist, ne? Ja. Gott sei mit dir. Herr Divisch schickt mich wegen des Unfalls. Ich bin im Namen von Herrn Divisch hier. Er möchte, dass ich mich am Unfallort genauer umsehe. Und warum interessiert sich Herr Divisch für diesen bedauerlichen Unfall? Er wüsste gern, welche Rolle die Qualität des Gesteins dabei gespielt hat. Eine große, nehme ich an. Aber deiner Untersuchung stelle ich mich nicht in den Weg. Ich habe bereits sichergestellt, dass man sich um den armen Mann kümmert. Und das ist alles. Danke. Ich weiß das zu schätzen. Okay, ich hörte, du hast den Steinbruch zu spät bezahlt. Ich hörte, du hast den Thalmberger Steinbruch zu spät bezahlt. Das stimmt. Wir selbst haben verspätete Zahlungen erhalten und mussten das Geld erst zusammenkratzen. Aber das passiert eben mal. Weißt du noch, wann die letzte Steinlieferung eingetroffen ist? Ja, in der Woche hat es viel geregnet, also ließen sie den Wagen außerhalb des Tors stehen. Es hat etwas gedauert, ehe alles trocken genug für den Weitertransport war. Und dir ist nichts Seltsames aufgefallen? Doch schon. Normalerweise bringen sie uns einen großen Steinblock, den dann die Arbeiter zurechtschneiden. Nur diesmal waren es mehrere kleine. Aber keiner hat sich beschwert. Es bedeutete ja auch weniger Arbeit. Na gut. Und wer ist für den Materialkauf zuständig? Wer ist hier für den Kauf von Baumaterialien verantwortlich? Hauptsächlich ich. Ich kümmere mich um die Bezahlung und auch um die Lieferung. Den Rest erledigen die Männer, die auch mit dem Bau beschäftigt sind. Ich weiß nicht viel über die Qualität des Gesteins. Das Rote wurde von weit her geliefert. Kümmern Sie sich auch um die Lagerung? Ja, aber das, was eintrifft, wird meist sofort verbaut. Der Bau ist im vollen Gange. Okay. Tuch, das mit Fritz ist doch noch nicht gegessen. Wenn ich so auf die Karte gucke. Wahrscheinlich muss ich noch mit Fritz reden, ne? Ja, wir bringen Fritz die Neuigkeiten. Gut, dann gehen wir da später hin. So, sprich mit dem Baumeister über den Unfallort. Gut, dann gehen wir da hin. Wir werden früher oder später natürlich auch diese Quest hier annehmen, die hier noch rumlungert. Ich würde aber gerne jetzt die aktiven Quests erstmal abschließen, um dann irgendwie zukünftig immer nur eine Quest anzunehmen, dass wir nicht vergessen, um was es sich in dieser Quest dreht und handelt. Ja, der ist wahrscheinlich hier drin, ne? Ja gut, sieht ziemlich baumäßig aus, ne? Hallo? Bist du das? Ja. Was zum Teufel? Rede mit mir. Guten Tag. Zeig mir den Ort, an dem der Unfall geschah. Der Klostermeier schickt mich. Du sollst mir den Ort zeigen, an dem der Unfall passiert ist. Als hätte ich nichts Besseres zu tun. Warum tut er es nicht selbst? Und warum willst du dich dort überhaupt umsehen?
Ist dir sonst noch etwas aufgefallen? Zeig mir, wunderbar. Okay. Wegen der Thalenberger Steine. Wegen der Thalenberger Steine. Wenn wirklich Gestein von minderer Qualität geliefert wurde, sollte das Folgen nach sich ziehen. Ich wüsste gern welche. Aber dem Klostermeier würde sicher der Gedanke an billigeren Stein gefallen. Ist dir sonst noch was aufgefallen? Ist dir denn sonst noch etwas aufgefallen? Natürlich. Das ist schließlich eine Baustelle. Da geht ständig etwas schief. Die Männer beschweren sich dauernd und alles könnte schneller fertig werden. Also wie auf jeder anderen Baustelle auch. Genau. Hin und wieder bringt jemand schlechtes Holz oder ein Arbeiter schneidet sich den Daumen ab und sieht darin ein böses Omen. Und es gibt andauernd Gerüchte. Ich wüsste gern, worüber die Männer reden. Wer Sachen stiehlt, welcher Klosterbruder nachts Frauen besucht, wie die Arbeit läuft. Normale Dinge eben. Nur das Gerede über den Fluch ist überhaupt nicht normal. Sie haben ja diesen Dämonenschädel ausgegraben. Okay, er redet von einem Dämonenschädel und ich, das Einzige, was mir einfällt, ist Diebstahl, sagst du? Nein, der Schädel eines Dämonen, im Ernst? Du hast einen Dämonenschädel erwähnt. Ja, er wurde in dem Loch für das Gerüstfundament gefunden. Sie haben ihn fortgeschafft, damit er woanders seinen Fluch wirkt. Aber ich selbst habe ihn nicht gesehen. Wer könnte mehr wissen? Wolltest du dich nicht um die Steine kümmern? Leszek ist zuständig für die Gerüste, also frag ihn, wenn es sein muss. Vielleicht weiß er mehr. Okay, Diebstahl sagst du? Diebstahl sagst du? Wer könnte hier denn stehlen? Laut den Gerüchten? Einfach alle. Vom Abt über den Kustos bis hin zum niedersten Arbeiter. Das ist wie mit dem Rumhuren und den Würfelspielen. Es gibt einfach keinen Schutz vor übler Nachrede. Hier und dort geht einfach etwas verloren. Aber Stein hat noch nie jemand gestohlen. Es gäbe ja keine Arbeit mehr, wenn sich hier jeder an den Steinen bedienen würde, nicht wahr? Okay, dann zeig mir mal, wo der Unfall passiert ist. Wo ist der Unfall geschehen? Nicht auf der Hauptbaustelle, sondern beim Wirtschaftsgebäude neben der Kirche. Genau unter der langen Treppe vor der Eingangspforte. Frag meinen Gehilfen dort. Du erkennst ihn leicht. Er ist gekleidet, als gehörte ihm dieser Ort. Okay. So, so, so. Wir haben also einen Dämonenschädel. Leszek. Du hast den Schädel gefunden? Ich hörte, du hast etwas gefunden. Das stimmt. Bei der Arbeit. Hab es aber gleich verschwinden lassen, damit die anderen es nicht sehen. Aber Gerüchte kamen dann trotzdem auf. Was sollten die anderen denn nicht sehen? Jetzt halte ich fest. Ein Dämonenschädel. War es wirklich ein Schädel eines Dämons? Und du bist sicher, er gehörte einem Dämon? Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich erkenne einen menschlichen Schädel. Aber dieser hatte Hörner. Außerdem sonderte er einen höllischen Gestank ab. Ein Dinosaurier vielleicht? Was hast du mit ihm getan? Und wo ist er jetzt? Was hast du mit ihm gemacht? Ich habe ihn zum Fluss gebracht, um ihn hineinzuwerfen. Aber dann ließ ich ihn fallen, sodass er hügelabwärts rollte. Weiß der Teufel, wo der hingerollt ist. Vielleicht finde ich ihn. Okay, dann werden wir ihn gleich mal suchen. Als erstes wollen wir zum Gehilfen. Wer weiß, was das für eine ist. Was ist denn? Hallo? Unbewachte Truhe? Wollen wir dich mal direkt mal schnell knacken, ohne dass es jemand sieht? Oh Gott, ich habe den Punkt verloren. Oh. Ja, super, das hat sich jetzt mal nicht gelohnt. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hinlaufe. Hier ist ein Grab. Okay, anscheinend ist hier auf jeden Fall jemand verreckt. Kann schon mal passieren. Schal aus der Höhle. Und hier war der Unfall. Kann ich einfach so hochlaufen? Nein. Warte, wo bin ich jetzt genau? Suche nach Hinweisen. Und suche den Ort ab, an dem Leszek den Schädel weggeworfen hat. Okay, mehr habe ich nicht.
Ich dachte, ich sollte mit dem Kollegen reden, da mit dem Typen, der so aussieht, als würde ihm hier alles gehören. Na gut, dann suchen wir halt nach Hinweisen auch. Untersuchen. Das muss der Stein sein, der ihn getroffen hat. Ich nehme ein Stück mit. Vielleicht weiß jemand mehr. Okay. Hätten wir das erledigt? Alter. Geht doch. Jetzt suchen wir nach dem Schädel. Allzu weit weg kann er ja nicht sein. Ja, wenn er Hörner hat, dann vielleicht war es eine Ziege oder so. Muss ja nicht mal ein Dinosaurier sein. Bienenstock. Honig. Cool. So, und hier ist er runtergekullert, ne? Huhn, hast du einen Schädel gesehen? Du musst ja einfach nur irgendwo hängen geblieben sein, ne? Ich hätte gerne irgendwie jetzt so eine Adlersicht oder so. Okay, da war Schnaps drin. Nicht das, was ich finden wollte, aber ich habe was gefunden. Na gut, hier ist die Quest nicht mehr aktiv. Gibt es hier irgendeinen Punkt, der auffällig ist, wo das Viech hingerollt sein könnte? Aha. Dämonenkopf. Okay, das ist... Was ist denn das? Hm, der sieht echt aus, aber ich bin kein Experte. Okay, ich habe ihn zwar jetzt gefunden, aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dämonenkopf. Obwohl, das sieht ehrlich gesagt einfach nur aus wie... ein Schädel mit zwei Ästen. Aber gut. Dämonenkopf fertig. Gucken auf die Karte. Wo müssen wir jetzt nächstes hin? Nach Sasau. Und dann die... Okay. Bringe den Schädel zum örtlichen Schinder. Ja, dann los! Ich will dahin. Achso. Okay, so, lieber Herr Schinder. Totengräber. Was lungerst du hier so herum? Verschwinde! Oh, Mann. Ich habe diesen Schädel gefunden. Es heißt, er gehörte einem Dämon, aber ich bin mir da unsicher. Sieht jedenfalls so aus. Die Hörner und alles. Zeig her. Da hat wer ein Geweih an einem Menschenschädel befestigt. Es ist kein Dämon, sondern ein schlechter Scherz. Das beruhigt mich. Jemand muss ihn absichtlich dort abgelegt haben. Jemand, der wusste, dass man dort graben würde. Und er hat sich viel Mühe gegeben. Die Hörner sitzen felsenfest, obwohl das Teil im Wasser lag. Wer das getan hat, war ein geschickter Mistkerl, sag ich dir. Okay, ist eine Fälschung. Ich hab doch gesagt, es sieht aus wie Äste. Gut, Leszek. Wollen wir noch mal ein Wörtchen miteinander reden? Wobei ich eigentlich schon fast schlafen kann, ey. So, ich bezweifle aber, dass Leszek ihn dahin getan hat. Ich meine, das hätte doch keinen Sinn gehabt, ihn irgendwie heimlich wegzubringen. Meine Aufgabe derzeit ist, nochmal um sicherzustellen,
Trage den Größbauer Leszek aber den Schädel. Okay. Ja, aber wieso muss ich ihn hier suchen? Seit wann ist das so? Ach, mit dem? Okay. Der Schädel ist eine Fälschung. Erinnerst du dich an den Schädel vom Gerüst? Was ist damit? Jemand hat ihn absichtlich dort vergraben. Und die Hörner sind nur daran befestigt worden. Was für ein kindischer Streich. Wer tut so etwas? Und woher hat er den Schädel? Ich weiß es nicht. Aber ich finde es heraus. Ich suche Leszek. Hast du ihn gesehen? Hast du Leszek, den Gerüstbauer, gesehen? Hab ich. Was willst du denn von ihm? Ich möchte mit ihm über den Schädel sprechen. Ach ja? Das ist interessant. Wieso? Er wollte, dass ich ihn heute Abend am Gerüst treffe, um mir etwas Wichtiges zu sagen. Er wollte etwas beichten. Also hatte er doch die Finger im Spiel. Ich wusste es. Vielleicht, aber dann hat ihn bestimmt jemand dazu angestiftet. Er scheint mir nicht jemand zu sein, der so etwas allein ausheckt. Ich will ihn heute Abend treffen. Möchtest du mitkommen? Ja, es ist sicherer, wenn wir beide gehen. Gut, wir treffen uns am Abend. Wenn ich nicht unten bin, sieh oben nach. Werde ich. Oh, okay. Super. Frag den Gerüstbauer Leszek. Das ist doch so eine Verarschung. So eine Verarschung. Wie soll ich ihn denn fragen, wenn er nicht da ist? Na gut. Wir haben es momentan Abend, ne? Wir gucken mal auf die Karte. Okay. Was sagt uns die Quest? Questlog. Triff dich mit Leszek und Smola nach Sonnenuntergang unten am Gerüst. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir warten jetzt hier bis zur Nacht, aber dann erst morgen. Wir sehen uns. Haut rein, euer Zero. Tschüss.